Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich der innere Schweinehund. Wir haben schon viel darüber gehört, aber heute zeige ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr mit ihm Frieden schließen könnt. Namaste. Wir haben es alle schon sehr häufig gehört, aber die Kraft unserer Gedanken formt auch unseren Lebensstil. Und nicht nur das, auch die Menschen, die uns umgeben, formen auch unseren Lebensstil, auch teilweise unseren Charakter. Der wird davon ganz unmittelbar beeinflusst. Die Kraft unserer Gedanken sorgen auch dafür, wie wir vorangehen. Schaue ich links und rechts oder gehe ich geradeaus? Und genauso läuft das auch mit der mentalen Kraft. Es muss ein Paradigmenwechsel im Gehirn stattfinden, damit wir einfach vielleicht zu unserer inneren Mitte kommen. Und genauso ist es auch mit dem inneren Schweinehund oder nennen wir es einfach schlechtes Gewissen. Wenn ich Lust habe zu sündigen und ein Stückchen Kuchen essen möchte, dann tue ich das und ich genieße das. Warum? Weil ich einfach Frieden geschlossen habe, mit meinem schlechten Gewissen, Anführungszeichen. Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, ganz einfach, weil ich einen Konter setze am nächsten Tag. Ich gehe dann eine Runde laufen und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ich mache ein kleines Workout, ich mache ein bisschen Yoga, ich gehe ein bisschen spazieren und so weiter, ich gehe in die frische Luft. Und warum tue ich das? Einfach, um auch meine Seele ein bisschen wieder reinzuwaschen. Weil wir wissen ja, so gesund ist das Ganze gar nicht und es geht ja auch immer in erster Linie nicht nur darum, dass es vielleicht zu viele Kalorien sind oder eine zu hohe Kalorienbilanz am Ende des Tages ist, sondern einfach auch grundsätzlich, dass man seinen Lebensstil auch einfach im Griff hat und kontrolliert. Genauso wie ihr eure Ausgaben kontrolliert, eure Kontoauszüge kontrolliert, könnt ihr auch euren Lebensstil kontrollieren. Und das macht ihr, indem ihr einfach immer einen Konter setzt. Jemand, der tagsüber ganz normal gegessen hat, der geht ja abends zu Bett und putzt sich vorher die Zähne. Jemand, der vielleicht gekocht hat, der räumt danach anschließend die Küche auf, damit alles wieder schön ist. Und dasselbe muss auch im Körper stattfinden. Es geht ja natürlich nicht nur, dass wir alles in uns rein schaufeln, ich nenne es jetzt mal bewusst schaufeln, und dann einfach so zu Bett gehen. Nein, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir den Körper auch von innen reinigen, von innen wieder sauber machen und von innen auch wieder so durchlässig und durchgängig gestalten, dass die Arterien und die Venen und das Blut fließen kann. Und das funktioniert nur, indem wir einen Konter setzen, indem wir unser Blut ein bisschen in Wallung bringen, ein bisschen Ausdauer reinbringen in unseren Körper. Und somit sind wir immer auf der gesunden Seite. Es geht hier nicht darum, dass man einen Marathon läuft oder sonst irgendwas, sondern einfach nur vielleicht ein bisschen dafür sorgt, dass nicht nur das eigene Haus, das was wir sehen optisch, schön ist, sondern auch von innen. Weil wahre Schönheit kommt immer von innen. Es fängt damit an, dass wir versuchen, gut zu trinken, viel Wasser zu trinken. Es fängt damit an, dass wir uns gute Nahrung zufügen, bewusst einkaufen, bewusst essen. Und das Gleiche gilt auch für Dessert. Nur weil jemand vielleicht 5 oder 10 Kilo zu viel hat, heißt das noch lange nicht, dass er auf ein leckeres Dessert oder abends auf ein Stückchen Schokolade vielleicht verzichten sollte. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ja, erst recht, wenn es um Frauen geht und die haben schon mal ihre Periode vorher, dann hat man schon mal extrem Heißhunger. Ich spreche aus Erfahrung, aber ich geißel mich nicht, sondern ich befreie mich aus meinen Ketten, die ihr hinter mir seht und ich schließe Frieden mit meinem schlechten Gewissen, indem ich einfach am nächsten Tag einen Konter setze. Denn nur über die Bewegung schaffe ich auch wieder Reinheit in meinem Körper. Und darum geht es, dass wir nicht nur optisch alles, was wir draußen sehen, in Ordnung halten. Unser Auto ist gewaschen, unser Haus ist sauber. Nein, es geht auch darum, dass wir uns von innen reinigen. Und damit fängt das auch an mit dem bösen inneren Schweinehund, der innen drin wohnt, ja, der manchmal auch immer mehr Platz einnimmt. Und der uns auch vielleicht versucht zu regieren. Aber wir schaffen das, indem wir Frieden schließen. Indem wir sagen, okay, heute kriegst du deine Schokolade oder deinen Kuchen. Aber morgen dafür gehen wir eine kleine Runde laufen. Oder wir machen ein bisschen Yoga. Oder was auch immer, worauf ihr Lust habt. Denn wichtig ist auch natürlich an dieser Stelle die Leidenschaft. Es muss euch Spaß machen. Wenn ihr keine Lust habt auf Yoga, dann sucht euch eine andere Art. Und wenn es einfach nur Spazieren ist oder sonst irgendwas, es muss kein Geld kosten, es muss nicht teuer sein, es muss einfach nur Spaß machen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ganz viel Frieden schließen mit eurem inneren schlechten Gewissen, was gar kein schlechtes Gewissen sein darf, denn jeder sollte sich was gönnen können. Okay? Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr das umsetzt. Schreibt mir euren Eindruck zu dem Video einfach unten in die Kommentare. Freue ich mich sehr drüber. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das mal ganz schnell nach, denn es gibt jede Menge solcher Tipps und auch Workouts. Dann macht's gut.